Und damit herzlich willkommen zum Teil 2 hier in EEP 16 zu Main-Köln und zurück hier in Köln-Messe-Deutz, wo wir ja im letzten Teil die Bahnsteige verlegt haben. In der Zwischenzeit habe ich hier jetzt auch nochmal die ganzen Lücken hier gefüllt mit dem Gleisschotter, damit das schon mal hier einigermaßen in dem Streckenbereich, wo wir jetzt gebaut haben, schon mal abgeschlossen ist. Zu Beginn würde ich vorschlagen, dass wir dadurch, dass wir die am Hauptbahnhof schon mal haben, schon mal die Bahnhofsdächer uns holen. Ja, indem wir uns hier einfach das Ganze hier mal kurz kopieren. Das geht ja relativ schnell zusammen, auch mit den Bahnsteigabgängen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt, wenn man das kombiniert. Und dann setzen wir die hier schon mal darüber. Die Länge hier jetzt gegenüber den Bahnsteigdächern ist jetzt allerdings nur Pi mal Daumen dann. Ja. Und diesbezüglich guckt man mal, wie das dann passen würde. Das heißt, falls das Dach jetzt in echt ein bisschen kürzer oder länger wäre, ja, das ist jetzt dann diesbezüglich so. Aber im Allgemeinen denke ich, passt das einigermaßen dann. Wichtig ist nur, dass es dann dementsprechend hier drauf auch gerade ist. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir heute auf einer gewissen Art und Weise uns auch um den Tiefbahnhof kümmern. Also den sozusagen Anfang, der hier in einem Kreisbogen unterhalb des Bahnhofs vorhanden ist. Da fahren ja so ICEs und so eigentlich nur. Also er ist von da unten gar nicht, weil die fahren ja alle hier oben. Ja gut, jetzt passen wir dann noch minimal mit der Treppe dann diesbezüglich an. Das lassen wir auf jeden Fall schon mal so. Kann mir wie gesagt vorstellen, dass hier die Bahnsteige oder vielmehr die Dächer dazu ein bisschen lang sind. Ja, deutlich zu lang. Aber wie gesagt, es machen wir dann irgendwie. Das passen wir dann natürlich gleich noch an. Das war jetzt sehr schlau, das direkt dort zu platzieren. Gut, wenn wir das schon mal weg haben, kann man das auch gleich korrigieren. So, das machen wir mal so. Aber eigentlich genügt der, wenn man den hier auf irgendeine Art und Weise einfach in die andere Richtung dreht, dass man hier sozusagen dann runter und rauf käme und so. Und na, er tut sich manchmal ein bisschen schwer mit so ganz minimalen Erhöhungen, ehrlich gesagt. So. Kann mir sogar vorstellen, den anderen brauchen wir gar nicht. Ich mache das jetzt erstmal so, dass wir den hier so grob in dieser Richtung haben. Weiß nicht, ob wir hier jetzt einen machen oder zwei. Ich weiß es nicht so genau. Ja, ich belasse es mal jetzt bei einem. So, das einmal kopieren. Jetzt kommt er noch einmal hier auf den Bahnsteig. Ich würde allerdings das ein bisschen weiter wegnehmen. Dann kopiert man den nochmal für
den letzten Bahnsteig. Ich kann mir vorstellen, das Dach ist in Wirklichkeit gar nicht so lang. So, dann haben wir das schon mal so. Genau. Und dann würde ich, wie gesagt, vorschlagen, dass man hier mit dem unteren Teil des Bahnhofs beginnt. Das sind ja gerade mal zwei Gleise. Das heißt, wir suchen uns hier unseren Gleisstil raus. Man hier ungefähr minus 90. Obwohl, nein. Das ist gar nicht so eine gute Idee jetzt gerade, weil man, glaube ich, eher von hier aus minus, sagen wir mal, 15 oder so einmal umdrehen. Und hier, wenn man dann auf einer gewissen Art und Weise vielleicht unten einfach auf der Strecke oder gehen wir vielleicht noch ein Stückchen rüber auf die 10. Ja, dann kann man das hier nämlich so machen, dass man hier einfach in, sage ich mal, 80er Länge in die Kurve gehen. Das ist eine relativ langgezogene Kurve auch. Minus 20 kann man ruhig mal machen. Ja, das kommt ganz gut hin. Es geht ja hier auch noch weiter in die Kurve. Das ist ja, wie gesagt, eine relativ langgezogene. Ich glaube, hier jetzt dann aber nicht mehr. Das machen wir dann erstmal so. 4,5, obwohl, da können wir ruhig noch irgendwie ein bisschen Abstand lassen. Machen wir mal 9er Abstand. Die Bahnsteige sind ja hier außen, also das wird jetzt kein Inselbahnhof hier, sondern ein mit normalen Rechtsbahnsteigen, sage ich jetzt mal. So, das würde ich jetzt mal irgendwie verbinden. Das führt ja auf jeden Fall dann noch Hof auf Hof, nicht Hof. Hof ist eine Stadt. Nee, diesbezüglich kommt es ja nochmal woanders drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier drauf führt oder das eigentlich dahin. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus hier für den unteren Teil. Ich glaube halt, dass das genau umgekehrt ist. Ja, dass man hier eigentlich. Hier gerade wäre. Ich weiß es zwar nicht genau, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Ich weiß es ja, wie gesagt, nicht. Ich wohne nicht in Köln und diesbezüglich, ja, vielleicht machen wir das sogar irgendwie ein bisschen mittiger. Ja, dass wir das irgendwie so machen. Auf jeden Fall führt das hier kurz auf ein Gleis. Das ist auf jeden Fall hundertprozentig so. Ja, ich mache das jetzt einfach mal so zur Not. Ja. Keine Ahnung. Wobei das irgendwie in beide Richtungen relativ speziell aussieht, ehrlich gesagt, weil es gefällt mir so halt irgendwie einfach nicht. Dann machen wir das so. So sieht das meiner Meinung nach am schönsten aus. Fährt man hier einfach in die Kurve rein, so wie es auch diesbezüglich ist. Hier machen wir irgendwas da normal dazwischen. So. Hier kommen auf jeden Fall schon mal wieder die Bahnsteige hin. Links hellgrau.
Ja, kann man ruhig hier beginnen. Einmal 2,7 auf die andere Seite. Das ist der richtige. Ja. Gut. Minus 2,7, genau. Der Bahnsteig muss ja auch hier relativ lang sein, weil hier ein ICE 3 Doppeltraktion halten müsste. Bin mir auch relativ sicher, dass wir das hier auch so einbauen werden auf der Anlage, dass hier unten natürlich auch mal der ein oder andere ICE hinfährt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es schon einen ICE in Doppeltraktion habe. Habe ich jetzt nicht. Also diesbezüglich muss ich gerade mal einen aufgleisen. Also der passt ja hier hundertprozentig rein. Die Frage ist nur, ob einer mit einer Doppeleinheit hier reinpasst, weil wenn nicht, dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Das sieht mir nämlich ein bisschen eng aus. Ups. Abgesehen davon, dass er jetzt im anderen ICE drin steht. Ja, das passt in keinster Weise. Das steht ja hier teilweise, nee, viel zu weit draußen. Das heißt, hier vorne haben wir keinen Platz mehr. Hier hinter wäre sowieso auch, glaube ich, noch ein Bahnsteig gewesen. Von daher gucken wir mal, wenn wir den ein Stückchen weiter vorfahren, ob das dann passen würde. Ich werde mal hier die Kupplung aktivieren. Einmal die Bugklappe auf. Genau, hier auch. Wenn wir schon dabei ist, auch gerade noch ein Stromabnehmer und dann gucken wir mal, wie das Ganze passt. So. Ach du liebe Zeit. Na, da sieht man mal, wie lang so ein ICE 4.3 in Doppeltraktion ist. Der passt hier immer noch nicht rein. Müssen wir immer noch etwas dranhängen. Aber nicht mehr allzu lang. Machen wir mal hier 40 oder so. Also so wahnsinnig lang wäre das jetzt nicht mehr. So. Das. Ja, aber wie gesagt, Doppeltraktion 4.3 ist ja auch das längste an ICE-Länge. Ist länger als ein 4.1 und ein 4.12 mit 16 Wagen. Und diesbezüglich ist es auf jeden Fall wichtig gewesen, an der Stelle hier zu gucken, ob das passen würde oder nicht. Weil hinterher, oh, ich habe mich jetzt mit der Länge deutlich vertan. Aber ist ja kein Problem. Denn zum Glück kontrolliert man sowas ja. So, dann schauen wir unsere groben Bahnsteiglängen, wobei der hier an der Stelle ein bisschen kürzer ist, weil der ist automatisch länger. Das ist das Gesetz der Kurve, dass die Außenbahn Ticken länger wäre. Und wenn dann hier der ICE 3 genauso hält, dann passt der auch immer noch hier rein. Wenn man das ein bisschen zurückzieht, ist er, glaube ich, sieht auch, glaube ich, ein bisschen besser aus, wenn die Bahnsteige nicht alle so in der gleichen Länge sind. Die sind zwar jetzt hier so, auch wenn ich glaube, dass das gar nicht mal so ist, aber ist jetzt egal. Diesbezüglich kommt hier jetzt die Kante dran. Ja, falsche Kameradreh. Genau, einmal hier dran und der für rechts auf der anderen Seite. So, jetzt benötigen wir hier die Bettunggeländer Bahnsteig.
Beton, ja. Und diesbezüglich haben wir das einfach mal auf minus 4. Ja, ich weiß jetzt leider nicht auswendig, wie breit dieser Bahnsteig da unten ist, aber ich schätze mal, so vom Gefühl her dürfte die Breite ausreichen. Auf jeden Fall kann man gut erkennen, dass das Kölnmesse Deutz sein soll. Genau, und diesbezüglich machen wir das hier über die gesamte Länge natürlich. So, und noch einmal. Dann kommen hier hinten natürlich dann auch noch mal die Kanten dran. Das hier machen wir jetzt ein Stückchen länger. Wir sind natürlich hier in die Fahrwege. So, einmal Endgleis erst einmal. Dann drehen wir uns das hier zur Endkante. So. Ui. Nein. Ja, ist immer ein bisschen Frickelarbeit, aber man bekommt das trotzdem irgendwie zu. Und mit Geduld geht sowas natürlich sowieso auch besser. Naja, wie gesagt, was geht hier schon relativ zügig. Ja, man muss sich halt für manche Sachen einfach ein bisschen Zeit nehmen, um das schön hinzubekommen. Jetzt habe ich natürlich voll die Länge verzogen. Aber die kann man auch wieder zurecht ziehen, wenn es jetzt arg verunstaltet wäre. Hier mal Endgleis. Nein. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Noch ein bisschen korrigieren und ich glaube sogar, dass die Länge trotzdem irgendwie ein bisschen ausreicht. Genau, machen wir das einfach mal so. Sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. Jetzt haben wir das Ganze dann hier hinten auch noch mal. Am besten hier erstmal die Kanten dran, einmal die rechte, einmal die linke. Ja, man sollte schon auch die richtige Seite wählen. Einmal andersrum. Endgleis. Das machen wir mal auf Länge 12. Immer noch relativ lang. Wahnsinn. Das sind 12 Meter Stück, das denkt man gar nicht. Na gut. So. Ups, Entschuldigung. Einmal Endgleis. Einmal am. Ja, gut, dann hat man das jetzt hier.
Meine Bahnsteige sind schief, ne? Die sind gar nicht auf derselben Höhe zum Beispiel. Aber wie gesagt, das ist ja auch gar nicht so schlimm. So, einmal der hier ein Stückchen länger. So, und dann dürfte das auch passen. So, jetzt fehlt natürlich noch die Pflasterplatte, sage ich jetzt mal hier drauf. Dann haben wir jetzt einfach mal minus 2, 4, keine Ahnung, das wird sowieso angepasst. Das hat sowieso selten ein passendes Maß. Oh, das ist sogar breiter, als man es hier benötigt, glaube ich. Oh, es geht. So, das war die Länge 40. Einmal den Bogen raus. Das machen wir jetzt auf 41. Genau, wegen der Kante hier jetzt, das passt wunderbar. Können wir auch gleich hier noch machen, da man schon an der Stelle ist. Minus 2,4. Und dasselbe nochmal. Einundvierzig, dann haben wir hier schon mal auf, eine Lücke. So, jetzt haben wir zu. Genau. Und jetzt kann man einfach mit diesen Teilen, dadurch, dass die Kurven ja hier alle die gleichen Längen haben, kann man das hier wunderbar zurück versetzen und so. Also hier. Stimmt, da passt das nicht mehr. Gucken wir dann. Ja, genau. Wir kontrollieren ja sowieso gleich nochmal, ob das auch wirklich alles so passt oder nicht. Das ist ja sowieso der Fall, dass man das so macht. Kann ja trotzdem immer mal wieder sein, dass irgendwas so ein bisschen abweicht. Aber an sich sieht das ganz gut aus. So, hier ist es sogar noch ein bisschen zu lang. Der von da, also, ja, sieht gut aus. Allerdings ragt das hier ziemlich weit raus. Und das deutlich. Das ist ja schon hier teilweise zu viel. Eieieiei. Machen wir das doch eher in 3D. Kann man auch, glaube ich, ganz gut gucken, was man macht. Aber ist ja trotzdem relativ einfach, dadurch, dass das durchgehend hier in der Kurve ist. Wenn nicht, dass es hier jetzt eine Lücke gibt, das soll ja auch wieder nicht so sein. Eieieiei. Der soll halt weder auf der rechten Seite rausgucken, noch auf der linken. Jetzt ist es wieder so, dass es hier zu weit draußen ist auf der Seite. So, und ich dachte, die Kurve sei gleichmäßig. Da sieht man mal, dass das gar nicht so hundertprozentig ist. Naja. So, jetzt hat man den Bahnsteig auf jeden Fall auch zu. Ja, das guckt hier jetzt 2% raus. Da kommt ein Buchstabe vor oder irgendwie sowas. Ja, diese Millimeter-Dinger, die, ja, gibt auf jeden Fall gravierenderes. Abgesehen davon sieht man das gar nicht so genau. Und spätestens übermorgen habe ich schon vergessen, dass das da überhaupt war.
Nee. Müssen hier schon ein bisschen was am Winkel ändern. So. Hat man doch wenigstens hier schon mal den Bahnhof. Sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus für den Anfang. Ich würde das auf jeden Fall so erstmal speichern und auf einer gewissen Art und Weise hier dann gucken, wie man hier dann diesbezüglich hier weiterbaut. Es ist angedacht von meiner Seite heute Abend, also heute Freitagabend, einen Zusatzstream wieder zu machen, genauso wie letzte Woche. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt das Wochenende auch wieder so zwei oder vielleicht sogar drei Streams oder irgendwie sowas machen. Auf jeden Fall soll es heute Abend einen geben, zur gewohnten Zeit, zu ungefähr 19 Uhr. Und ja, dann werden wir auf jeden Fall hier im Bereich Deutsch weitermachen. Bin wahnsinnig gespannt, wie weit wir dann kommen werden und freue mich auch darauf, dass man hier dann diesbezüglich weiterkommt und natürlich auch, wenn ihr mit dabei wärt. Ich bedanke mich allerdings jetzt erst einmal dafür, dass ihr hier diesen Teil euch angesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gerne bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.